Willkommen zurück. Ich grüße euch hier bei Let's Play Red Faction. Guerilla. Das tat nicht weh. CDF macht hauptsächlich Marauder für das zunehmende Verschwinden von Ausrüstung verantwortlich. So. Was tun wir denn heute? Sagt ihr doch mal. Pfladern wir uns ein Auto. Also pfladern heißt bei uns klauen. Ja, ja, stehlen, klauen. Obwohl pfladern eher so eine Verniedlichung ist. Also wenn man zum Beispiel jemanden das Essen vom Teller nimmt oder so, ein Pommes klaut, dann pfladert man. Ich weiß nicht, stibitzen wäre das Wort auf Deutsch. Halt, ich muss da rein. Ja, stibitzen, ja, das passt. Ich ignoriere einfach die zwei schweren Maschinengewehre auf meiner Motorhaube. Das ist alles gut. Grüß euch. Servus. Pfiat euch. Ja. Ja genau, Pfiat euch ist die Verabschiedung in der Mehrzahl und Pfiat die ist die Verabschiedung in der Einzahl. Wenn wir schon beim Dialekt sind, dann machen wir es gleich komplett. Also, grüß euch, pfiat euch, grüß die, pfiat die. Ja. Das sollte man doch auch wissen. Wo fahre ich eigentlich hin? Wenn man mit Reden beschäftigt ist, sollte man vielleicht doch auf die Straße schauen, oder? Wir brauchen Hilfe nördlich vom Chemiedepot. Die IDF will das bald angreifen. Schnell! Das Chemiedepot? Immer noch? Oh. Sam, ich bekomme ein Signal von diesem Fahrzeug. Wunderbar. Fahr es einfach hierher. Mein Gott, diese Frau andauernd, wisst ihr? So, ein kleiner Autoklau, Grand Theft Automobile. Das passt. Gut. Ach, ist das schön. Ihre Identität für den IDF-Kommando übermittelt. Ja, die kann ja meine Identität schon. Boah, elegant ausgeglichen. Traum. Verdammt, ich bin gut. Und ich bin schon zu Hause. Schön. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier. Ich dachte nicht, dass du es so schnell schaffen würdest. Gut gemacht. Ja, ich bin ein richtiges Überraschungsei. So, Sam. Wo ist eigentlich unser nächstes Ziel? Ach ja, Open World Zeugs machen ist schon anstrengend mit der Zeit. Aber das passt. Es muss sein. Für Geld, für... Ja. Bisschen Mucke machen, wisst ihr? Ah, ist das schön. Ja, ja, das ist Dust. Dust ist sehr anstrengend. Borderlands, also das nächste Gebiet, sind noch anstrengender. Und dann wird es geil. Dann wird das Spiel richtig geil. Dann bekommt man coole Ausrüstung und die Gebiete sind schön. Also Oasis ist toll. Die Freifeuerzone ist auch recht lustig, sag ich mal. Wir haben vor, ein IDF-Verwaltungsgebäude südlich vom Alkamor anzugreifen. Kannst du uns dabei helfen? Natürlich. Steigt ein, Kinder. Wir fahren einkaufen. Los jetzt, macht schon! Hm.
Alter. Ich hab's mir nicht ausgesucht. Warum guckt denn der? Das ist aber schon sehr gummig. Scheiß EDF. Haben gestern Abend wieder eine ganze Familie geholt. Jetzt lass uns nicht zu abwertend reden. Das ist immerhin ein junges Publikum. Ich glaube, es ist... Oh, eieiei. Bereit für dein erstes Mal, Kleiner? Mit wem redet er? Das erste Mal werde ich nie vergessen. Oh, oh. Blut und Morde! Blut! Wer zum Du hast das Gebäude einreißen auch? Nö, schade. Ah, das war gut hin. Ah, ist er. Dann lebt er noch. Niemand darf überleben. Rotfinde, die schießt auf alles. Das war aber jetzt nicht ich. Stirb. Du auch. Alle in Deckung? Da sollte jetzt niemand mehr drin sein. Bringt die das Haus in die Luft? Ja, von mir aus. Ein richtiger Badass dreht sich nicht um. Man sieht die Explosion niemals. Das hat Gründe. Geil. Ach, das war schön. Da fühlt man sich doch viel geborgener. Da ist eine Geiselnahme. Gleich schauen. Heute sind wir, glaube ich, fleißig. Das sind wir heute, ja. Das müsst ihr auch in der Stadt mal tun. So eine 50er Beschränkung einfach über den Haufen Zwiebeln. Mhm. Ach ja, Zwiebeln. Ich mag Zwiebeln. Ja. Zwiebeln erinnern mich immer an McDonald's. An meinen Lieblingsburger. Das ist der 1955er Bürger, wen es interessiert. Das ist das Biest. Ein Glück, dass du hier bist. Die Lage hält ein paar Raffineriearbeiter in Europa fest. Die sollen Rohmaterial an die Aufträge. Zwei Geißeln, haben die da drinnen Platz? Ich glaube nicht, oder? Das ist generell zwei Sitze. Boah! Ups. Ich glaube, das ist auch zwei Sitzer. Oder? Ja. Es gibt vier Sitzer IDF-Fahrzeuge, das weiß ich. Die sind recht geil. Für diese Geiselnahmen. Also die Geiselbefreiungen. Fahre ich nach Dust oder was? Nach Dings, nach Parker. Was da so rot geworden ist. Pass auf, was du sagst, Butler. Ich sag gar nichts. Wir schreiben hier Geschichte. Sie sorgen für sie. Eindringlich! Die Leute, das ist gefragt. Tschüss. Tschüss. Oh, am Loch im Boden. Ah.
Gib mir eine Sekunde. Ich hol dich hier raus. Deine Mutter. Wie ein Stein. Hey. Alles klar bei dir? Hier können wir nicht bleiben. Bring mich zu einem Unterschlupf. Hallo, 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 hallo. Jetzt bleiben wir mal erst sitzen. Tom, weiter so. Oh, wir nehmen einfach den Gruppentransporter. Dong! Dong! Das geht natürlich auch. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Platz habe. Aber mit dem Gruppentransporter geht das natürlich auch ganz, ganz gut. Das liegt nur teils daran, dass es ein schwer gepanzertes Personentransportfahrzeug ist. Aber außerdem hat es 6 Räder, das ist toll. Eine 2-Achs-Lenkung ist auch toll. Allradantrieb. Bei 6 Rädern auch ganz schön. Höchstgeschwindigkeit ist zwar nicht ganz so gut, aber das passt schon. Es ist ein liebevolles Fahrzeug. Ein Truppentransporter, ja. An sich bin ich ja kein Fan von Truppentransportern, zumindest im Strategiespiel, aber da genieße ich schon. So cool. Kann man das nicht grob machen, nicht fein machen. Wie gesagt, es ist eine liebevolle Maschine. Braucht Zuneigung. Und ja. Auch mal ein bisschen Wachs kann sie vertragen. Was ist denn das eigentlich? Ein schweres Gerät. Sollte sich doch. Das sollte doch noch im Zeitfenster sein. Boom. Pass auf! Oh mein Gott, pass auf! Wer zum Teufel war das? Ja. Oh mein Gott, pass auf! Das ist meine Straße. Entschuldigung. Ich hab dich nicht gesehen. Scheiße. Die explodieren alles so schnell. Das möchte ich nicht. Ich muss unbedingt wieder irgendetwas spielen, wo ich böse sein kann. Das nützt sonst nichts. Vielleicht mal den Hammer ausgerüstet, dass ich nicht ganz so auffalle. Während ich dann da durchstapfe und irgendwie mein Gerät hole, um irgendetwas zu tun. Das wird wahrscheinlich ein MacWalker sein. Mason, wir müssen ein paar von unseren Leuten da rausholen. Nimm einen Walker und sieh zu, dass die EDF dir ihre Aufmerksamkeit widmet. Yes! Es ist der gute Walker. Es ist der richtige, der eine Walker. Yeah! Yahoo! Treffen noch. Aber wenn die Kamera so rumwirbelt. Stirb. Tötet doch gegenseitig. Du. 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 Das ruckelt so, also es ist so häufig. Es ruckelt nicht, es stottert nicht. Das Spiel läuft wunderbar flüssig, aber die Steuerung ist ein bisschen empfindlich bei dem. Hallo. Ist jemand da?
habe ich da eigentlich keinen Personenschutz vor diesem Mech. Aber die treffen mich trotzdem nicht. Ihr seht doch meine Hände. Da brauche ich, dass der Fahrzeug aussteigt. Ich kann das sogar freihändig machen. Ihr? Der Walker kann echt viel, der Kleine. Du mag ihn fast schon hier wie den Großen. Alle zertöten. Noch. 5 noch. Weil etwas Großes. Gut gemacht. Hast du den behalten, ne? Nein, natürlich nicht. So. Zeit sagt auch ja einiges. So. Viel wird sich nicht mehr ausgehen. Wenn überhaupt irgendetwas ausgeht. Nein, da geht sich nichts mehr aus. Weil die Geiselnahme und diese Überfälle dauern alle länger als 2 Minuten. Also würde ich sagen, wir fahren mal einfach nach Hause. Und schauen, ob wir irgendwer was töten können oder etwas hinmachen oder... Ja. Etwas Barschrott sammeln können. Da zum Beispiel. Nein, vielleicht nicht. Ja, warum nicht? Why not? Immerhin habe ich ihn ja für viel Geld gekauft. Den Dings. Niemand! Mich an! Hörst du? So. Ich mag diese Autos nicht. Hey du! Ups. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass sie sterben. Ich möchte was da gut kaputt machen. Schabernack betreiben. Los, fahren! Hey! Ich wollte bei dir mitfahren. Ich wollte dich doch zum Kaffee einladen. Ach, scheiße. Ich hasse es, wenn das passiert. So, da war mal ein Schild. Hey, du! Ich möchte dein Auto. Gib mir dein Auto. Pass auf, dass dich die IDF nicht zieht. Da fahrt gerade eine IDF auf. Hey IDF! Hallo IDF! Hallo! Ach, das ist schön. So. Aber ich glaube, das war auch genug umgealbert. So. Und damit würde ich sagen... Bis zur nächsten Folge von Let's Play Red Faction Guerrilla. Ich habe so vorgemacht, habt einfach etwas Spaß und genießt das Leben. Tschüss und habt noch eine schöne...